kommt. Es ist schon Mittag. Oh, die Nanny. Habe ich den ganzen Morgen verschlafen? Was ist mit meinen Kindern? Hast du dich um die Kinder gekümmert? Natürlich. Okay, alles klar. Guten Morgen erstmal. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy und damit hi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in der Teufelfamilie. Warte mal, irgendwo gehe ich erstmal ins Badezimmer. Ja, komm, wir müssen erstmal hier kurz zur Toilette gehen. So, hier einmal schön. Mama. Hä? Warum kommst du denn da? Wenn ich auf dem Klo sitze, lass mich doch. Oh Mann, ey, eklig. Bisschen Hände waschen. So. Alles klar? Ja, geht's dir gut? Ich habe Hunger. Ja, mein Kind. Ich habe auch Hunger, aber ich wollte jetzt noch ein Bad nehmen, bevor ich dir Essen mache. Ist es genehm? Nein. Willst du auch baden? Oh, da ist ja mein kleines Baby. Komm, wir gehen alle baden, okay? Wir gehen einfach alle zusammen. Euch. Rein mit uns. Ach, wie schön am Morgen. Ich gehe morgen ein baden. Ein kleines Lava-Bad. Du stinkst doch. Oh, komm wieder her, Tops. Du musst auch baden. Kann doch nicht sein, dass nur das Baby und ich baden. Ach, das war schön. Na gut, meine Kleine, dann wollen wir euch mal Frühstück machen, nicht wahr? Oh, ist das schön heiß. Man brennt immer noch so ein bisschen nach so einem kleinen Lava-Bad. Das ist echt richtig angenehm. Tops, was machst du da eigentlich? Ich hab nur ein bisschen geguckt. Ja, das ist das Portal in die Menschenwelt. Da wollen wir heute nicht hin. Wir sind ja hier schließlich in der Hölle, okay? So, jetzt kommt mal, setzt euch mal hier schön ans Feuer, dass es ein bisschen heiß ist. Genau, so ist gut. Tops, wir sind auch in der Hölle, das ist immer heiß. Ja, das stimmt allerdings. Und ich werde euch jetzt mal hier... Ach, warte mal! Wir müssen ja... ihr habt schon gefrühstückt, oder? Das hat die Nanny zumindest gesagt. Haben wir ihn schon sehen, ja. Okay, dann setzt euch nicht hin, dann mache ich jetzt Mittagessen. Oh Mann, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, Chilischoten. Ja, hier noch mehr Chilischoten. So, hier ein bisschen Eintopf machen wir. So, das kommt alles so, in den... So, ein bisschen die Theke Kessel, dreckig, so, damit wir schön krank werden, wenn wir was essen. Das ist super. Ja, okay, wunderbar. Ah, und dann genieße ich die Aussicht auf die Hölle am frühen Morgen. Och, ist das schön. Oh Mann, ey, was für ein schöner Morgen. Es ist richtig warm heute, oder? Es ist immer warm in der Hölle. Da hast du allerdings recht. Okay. So, hier ist das... Hä? Ach nee, nicht schon wieder. Was ist mit deinen Armen los? Ich hab die Feuerflocken. Die Feuerflocken? Oh nein, da schrumpfen die Arme und die Beine werden ganz dünn. Oh nein. Ja, das ist irgendwie so... Oh, nicht die Feuerflocken. Ja, denn bevor du jetzt deine Schwester ansteckst, gehst du in Quarantäne in dieses Kinderzimmer, okay? Ja, okay. Genau. Jetzt leg dich einfach ins Bett. Bleib da und steck niemand weiter an. Okay, und wir machen das jetzt zu. Und, ja, wir müssen das leider einmal komplett schließen. Der muss da jetzt drin bleiben. Ha, so, das sieht doch gut aus. Wir haben ein bisschen umgestellt hier. Das ist aber auch in Ordnung. Okay, Kleine, die Nanny passt auf euch auf, weil ich muss jetzt erstmal meinen Teufelmann besuchen. Der ist nämlich hier draußen in der Hölle. Okay? Also macht, was die Nanny sagt und du kommst nicht aus deinem Zimmer. Hast du verstanden? Ja, ja. Auf geht's, meine lieben Freunde. Ach ja, hier ist das Haus von Vivier Teufel. Und da ist der Thron. Hallo, Teufel. Oh Mann, du hast sie aber einiges. Hallo, meine geliebte Ehefrau. Hallo, mein Ehemann. Ach ja, guten Tag. Ganz lange Liste wieder. Oh Mann, wieder die Leute, die du verurteilen musst hier in der Hölle. Ja, wollen wir mal, willst du dabei sein? Ja, lass mal sehen. Wer ist denn der Nächste? Der da? Auf, ja. Vortreten. Ja. Dann schauen wir mal in meinem guten Seelenbuch nach, was du so getan hast. Erstens, Kaugummis auf den Stuhl seiner Lehrerin geklebt. Was? Das war Selbstverteidigung? Was? Die Haare meiner Oma hat rasiert? Die Haare deiner Oma hast du rasiert? Das musst du verkaufen. Warte, wer hat geschlafen? Du oder deine Oma? darauf möchte ich nicht antworten. Drittens, oh, das wird dir gar nicht gefallen. Hä? Taylor Swift Merch weggeworfen! Ey, das ist eine gute Tat. Warte, was? Taylor Swift Merch weggeworfen? Verurteil ihn. Das ist eine gute Tat. Verurteil ihn. Lavabad. 1000 Jahre Lavabad. Nein, das ist eine gute Tat. Besser. 1000 Jahre. Was? In der Höllenmine. In der Höllenmine? Oh ja, das ist auch gut. Das ist super. Da habe ich kein Problem mit, solange ich in die Höllenmine mit dir. Ja, schick ihn einfach hin, er kann doch hin teleportiert werden. Oder so, alles klar, dann landet er da. Ja, ich wollte nur Bescheid geben, der Hölleneintopf ist gleich fertig und es gibt Mittagessen, also komm ruhig mit. Ah, super, wartet ihr noch 1000 Jahre, ich bin gleich wieder da. So, mein Hölleneintopf ist auch fertig, den denke ich mir schon, ihr seid schon fast fertig mit Essen, oder? Oh Mann, ey, ich habe wieder so lange gebraucht hier. Schmeckt dir deine Chilischote, mein kleines Baby? Wie schmeckt's euch eigentlich? Ja. Alles gut? Ja, es schmeckt gut. Du solltest doch in deinem Zimmer bleiben. Was machst du mal eigentlich hier? In deinem Zimmer. Die Feuerflocken ab in dein Zimmer.
Ich bring ihm sein Essen dahin. Der geht hier. Eine Chilischote. Ich hab Durchfall. Warte, ich bring dir noch schnell eine Toilette. Ist in Ordnung, ich mach's einfach im Bett, in das Bett meiner Schwester. Ja, was? Nein, nicht ins Bett machen. Zieh dir eine Windel an oder nimm. Nein, hier ist das Klo, benutz das! Oh Gott, ey. Okay, ich esse dann jetzt auch mal hier meinen Hölleneintopf. Ich will schließlich auch noch was. Ich will schließlich auch noch was essen hier. Oh. Kann ich nur ein bisschen Eintopf haben? So. Nein, du kriegst nichts mehr. Also es war wirklich sehr lecker, ja, mein kleines Teufelchen. Ja. Ich muss jetzt aber wieder zurück zur Arbeit. Die Leute warten schon auf mich. Okay. Könntest du vielleicht mir einen Gefallen tun? Worum jetzt denn? In der Höllenmine müsste mal jemand nach dem Rechten sehen. Könntest du das übernehmen? In der Höllenmine? Ja, sicher. Na klar, das wird bestimmt richtig lustig. Ach, danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Bis Lenny, später. Pass auf die Kinder auf! Okay, bis später. Tschüss. Die Höllenmine, da sind wir auch schon. Ach, ist das schön. Der Duft von brennenden Seelen und ganz, ganz viel Schweiß. Das stinkt ein bisschen tatsächlich hier. Okay, Freunde, wir gucken mal, was wir jetzt hier so machen können. Also ich sollte ja einfach nur mein Auge drauf werfen. Ich hatte allerdings nicht vor, mir hier ein Auge auszureißen. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir gucken uns das einfach mal in Ruhe an, was wir hier alles machen. Die Arbeiter scheinen alle ganz gut beschäftigt zu sein. Warte, ich muss mal mit dem Vorarbeiter sprechen. Denn der kann mir bestimmt sagen, wie es hier so läuft und ob alles klar ist. Na, Kollege, wie läuft's hier in der Höllenmine? Mein Mann, der Teufel schickt mich. Oh, guten Tag, meine diabolische Königin. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich will einfach nur mal so einen kleinen Check machen, was ihr hier macht und so. Alle Seelen arbeiten unter voller Auslastung. Oh, das klingt doch wunderbar. Alle Seelen sind gut beschäftigt, nehme ich an. Nur leider kann die Netherite-Quote heute nicht erfüllt werden. Die Netherite-Quote? Mein Mann dreht durch. Der Teufel dreht durch. Die Netherite-Quote kann nicht erfüllt werden? Warum das denn nicht? Kannst du mir das sagen? Nee, der weiß es nicht. Okay, warte mal. Warum wird die Netherite-Quote nicht erfüllt? Warum baut ihr kein Netherite ab? Wir brauchen Netherite! Wir sind hier in der Hölle! Was ist hier verkehrt? Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Warte mal, woran könnte das denn liegen? Ich verstehe das nicht. Wer ist er denn? Der muss das aber abliefern. Das ist Netherite. Warte, ich beobachte das mal. Ich glaube, hier bin ich ganz gut versteckt. Hier sieht er mich nicht. Da kann ich ihn beobachten. Ich denke, ich liefere das ab, aber ich benutze es mal abzuhauen hier. Aus diesem blöden. Warte, das ist doch der von vorhin. Der wurde doch verurteilt. Ne, warte mal. Der klaut das Netherite. Hey, Kollege, wir haben uns vorhin kennengelernt. Bleib mal stehen hier. Hey, du da. Wir haben uns vorhin kennengelernt. Was? Als du verurteilt wurdest. Königliche Troller. Ja, ich bin die diabolische Königin, das ist richtig. Mein Name ist Easy und ich nehme dich jetzt mit, weil du Netherite geklaut hast. Was? Du bist das verhaftet. Ich nehme dich jetzt mit zu meinem Mann. Du hast keine Beweise. Das stört mich nicht, du bist verhaftet. Du kommst jetzt mit zu meinem Mann und wenn ich dich töte, spawnst du direkt da. Ich war in der Höllenmine und weißt du, was da passiert ist? Ich habe ihn entdeckt, wie er Netherite geklaut hat. Das stimmt gar nicht. Er hätte das abliefern sollen. Er hat es aber geklaut. Das ist nicht, Das wirst du bereuen. Du kriegst einen neuen Job. Ich wollte es gerade abgeben. Ja, klar, wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Wahrscheinlich wolltest du das jetzt noch abgeben. Warte mal, ich will das ja für immer. Nein, ich will, dass er aus der Hölle gefeuert wird. Was? Das wäre zu nett. Nein. Was dann will ich, dass er 1000 Jahre in Lava baden muss. Schrecklich. Nein, noch viel schlimmer. Du wirst dir wünschen, nie geboren zu sein. Was? Wieso? Er kriegt einen neuen Job? Was wird das für ein Job? Ich würde diesen Job machen wollen. Was? Das wäre selbst für den Teufel zu viel. Viel Spaß. Haha, du kriegst einen neuen Job und der ist ganz, ganz schlecht. Ich bin nur gespannt, was es sein wird. Oh, Leute, wenn ich das gewusst hätte. Okay, ey, du gehst wieder zurück in dein Zimmer. Was? Aber ich will nicht. Nein. Du hast Feuerflocken. Los, rein. Jetzt geh rein. Nein, ich will nicht. Los. Okay, Hast du eine sehr schöne Stimme. Ja, ich weiß. Danke. Okay, danke. Danke, Kind. Ja. Geh rein in das Zimmer mit deinen Feuerflocken. Nanny, kümmere dich mal um das andere Kind, okay? Wie kümmert sich man um Dämonenbabys? Wenn ich das gewusst hätte. Komm her, Teufel, du musst dich zu was anderes verurteilen! Ich will dich nicht bei mir zu Hause haben! Freunde, schaut gerne bei Ryan und bei Tops vorbei. Die beiden machen nämlich auch sehr coole Videos. Und ansonsten würde ich sagen, was ist hier an der Stelle mit der heutigen Folge? Und lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis dann euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la Pasta.